Politik ist spannend. Es gibt so viele Geschichten. Man müsste sie nur mal erzählen. Und hinfahren. Na dann, los! Hallo Rainer. Hallo Dirk. Wo hast du uns heute hingebracht? Ich habe uns heute zum Klagesmarkt gebracht, okay, zur ersten Maifeier. Ah, 1. Mai. Was ist doch gleich der 1. Mai? Das ist eigentlich der Tag der Arbeit und inzwischen ist es auch der Tag der Demokratie. Ja, es war also irre viel zu tun. Ja. Die Leute haben sehr viel Informationsbedarf gehabt. Das freut uns natürlich ganz hervorragend. Genau. Wir tun da ja auch immer ein bisschen was für. Es gibt dann Kinderschminken und Luftballons, die aufgepustet werden, modelliert werden, ja. Genau. Aber eigentlich geht es natürlich auch um politische Inhalte. Es geht um politische Inhalte, ganz genau. Und ich denke, da es auch das Fest der Demokratie ist, eine Veranstaltung für Demokratie ist und da es auch um Arbeit geht, um gerechte Löhne, um vernünftige Arbeitsbedingungen, ist das natürlich auch ein Thema, was uns Piraten betrifft. Ja, wir haben zum Beispiel das Thema BGE mit in die Diskussion gebracht. Wir haben dazu einen Kaperbrief verteilt. Der ist ganz frisch heute noch, während die Veranstaltung schon lief, hier dann angekommen. Das war alles wieder total just in time produziert. Ja, so sind die Piraten. Aber jetzt ist er da, genau. Und hat auch guten Absatz gefunden, ne? Der hat hervorragenden Absatz gefunden. Und vor allen Dingen, man mag es kaum glauben, es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir haben ja gar keinen Programm. Und wir sind in der glücklichen Lage heute, dass wir jede Menge Grundsatzprogramme dabei hatten, die wir dann verteilen konnten. Das ist super. Die hast du extra noch ranholen lassen, ne? Die habe ich extra noch ranholen lassen, Der wollte erst selbst losfahren und da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, schick irgendwen dahin. Rainer, du bist hier am Stand, wirst du gebraucht. Okay. Das hat er dann auch gemacht. Ja, manchmal hast du ja recht, Dirk. Danke. Hat auch funktioniert. Danke, das wollte ich doch nur hören. Ja, ist klar. Gut. Okay. So, und jetzt haben wir den Christian Koch hier. Chris Koch aus Hildesheim. Ja, grüß dich, Christian. Hallo. Du bist ja jetzt nicht das erste Mal auf solchen Ständen und bei solchen Veranstaltungen. Wie siehst du denn die Entwicklung, die die Piratenpartei jetzt in den letzten Jahren genommen hat? Sprung nach oben ganz an die Spitze sozusagen. Also wenn man das auch im Vergleich zu anderen Parteien sieht, die gerade auch heute hier wieder mit vertreten sind, sei es die Linke, sei es die Grünen oder die SPD, da ist alles so ein bisschen, wir verteilen Flyer, aber hier ist richtig Aktion, hier sind Diskussionen. Und das hat sich in den letzten Jahren auch so entwickelt. Es wird mit uns diskutiert. Bei anderen ist einfach nur, was habt ihr denn zu verteilen? Landesliste für die Landtagswahl Niedersachsen, du bist auf Platz 2. Was denkst du, sind die Sachen, mit denen wir als Piraten jetzt nach vorne gehen müssen, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie uns dann auch wählen? Wir müssen einfach vermitteln, dass wir eine andere Art von Politik machen. Dass wir nicht die alteingesessenen, machterhaltenden Politikstrukturen beibehalten wollen, sondern auch andere Themen über eine andere Politikart vermitteln werden. Und das werden wir schaffen. Der Klagesmarkt hat ja so ein kleines städtebauliches, die einen sagen Chance, die anderen sagen Problem. Hier soll ja was passieren. Ja, hier soll was passieren. Der Klagesmarkt soll nämlich bebaut werden. Und ich denke, wir Piraten, wir finden das gar nicht gut. Nee, es gibt hier ja auch einen entsprechenden Stand, auf dem diese Pläne auch zu sehen sind. Ja. Und wo auch wir Piraten stehen und wo eben auch genau dagegen protestiert wird und Unterschriften gesammelt werden. Ja. Man bringt verschiedene Gründe vor. Das eine ist, dass es ein traditioneller Platz ist, dass ein weiteres Argument ist, dass es auch einen Einfluss auf das Stadtklima hat. Das hatten wir ja zum Beispiel auch schon als Teil unseres Kommunalwahlprogramms im letzten Jahr. Das ist ein ganz großes Thema und wir haben uns da positioniert. Wir wollen keine Bebauung, wir möchten eine sinnvolle Umgestaltung. Richtig, weil, seien wir ehrlich, dieser etwas abgewrackte Parkplatz, den man momentan da hinten hat, der ist ja jetzt auch nicht so toll. Wie hat sich denn der Regionsverband Hannover der Piratenpartei generell in den letzten Monaten entwickelt? Ich meine, du bist Schatzmeister, du hast da ja höchstwahrscheinlich so ein bisschen Überblick. Den habe ich. Also wir haben uns von noch knapp 300 Mitgliedern letztes Jahr rasant auf 450 im April entwickelt und meine Wette ist, dass wir im Mai jetzt schon 500 überschritten haben. Ich kriege heute Abend die neuen Zahlen und dann wissen wir, ob es tatsächlich auch so gekommen ist. Wahnsinn.
Wie läuft denn die Arbeit im Vorstand? Ich meine, ist das sehr anstrengend, wenn man da jetzt so viele Leute quasi irgendwie, ja, was muss man mit denen machen? Muss man auf die aufpassen? Muss man die irgendwie bespaßen? Oder wie läuft das für so einen Vorstand in der Piratenpartei? Ja, man muss sie bespaßen. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichsten Faktoren. Auch wenn es heißt, bei den Piraten mitmachen, alles selber machen, zeigt es sich doch immer wieder, man ist als Vorstand gefordert und sagt dann, Leute, wenn ihr was haben wollt, ja, wir können bestimmte Sachen für euch anleiern, wir können euch Geld zur Verfügung stellen, aber machen müsst ihr auch selber. Ich glaube, viele sagen zwar, das Motto der Piraten ist zwar mitmachen, wir sind eine Mitmachpartei, aber es ist doch schöner, machen zu lassen bei einigen. Und ich sitze hier jetzt beim Kinderschminken und neben mir ist Anke, Fräulein Schminke. Anke, wie läuft es? Es läuft super, ich mache sogar eine Stunde länger. Das ist super. Du machst das ja nicht zum ersten Mal hier bei den Piraten, so auf so einem Stand ja eher einer politischen Partei. Aber das passt, denkst du? Das passt auf jeden Fall. Die Kinder werden geschminkt und die Eltern können sich informieren. Das war ja immer unsere Idee und das klappt. Das geht auf. Anke, was sind die beliebtesten Motive? Spider-Man und Schmetterling. Auch irgendwas Piratenmäßiges? Ja, ich hab auch schon ein paar Piraten gemacht heute, ja. Okay, dann passt ja. Ja, super. Dann wünsche ich dir hier noch viel Spaß. Ein bisschen Arbeit ist ja noch. Dankeschön. Ja, Axel, du hast die ganze Zeit, glaube ich, am Stand gestanden und Flyer verteilt und mit Leuten gesprochen. Ja. Wie ist dein Eindruck von dem heutigen Tag? Ja, es war irgendwie große Klasse, was wir heute erleben durften. Ich bin seit 10 Uhr hier vor Ort, habe meistenteils tatsächlich am Stand gestanden, mich mit interessierten Bürgern unterhalten. Und man muss sagen, der Andrang, der war überwältigend. Wir haben ja schon einiges erwarten können nach den Erfolgen der Piraten bei den Wahlen, in den Umfrageergebnissen. Aber was heute auf uns einprasselte, hat dann wirklich jede Erwartung übertrieben. Ja, mein Eindruck war das auch. Also immer Riesenandrang hier an unserem Stand. Bei den anderen Parteien kam man schneller durch, möchte ich jetzt mal positiv sagen. Ja. Hast du es so erwartet? Wir kamen ja kaum von einer zur anderen Person. Also die eine Frage wurde beantwortet, da wurde schon die nächste gestellt. Das war doch sehr überraschend, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch sehr anstrengend. Ne? Bist du jetzt kaputt? Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt. Ich bin in der Tat kaputt. Die Augen sind auch schon etwas röter geworden und ich freue mich schon auf ein gutes Abendessen. Ja, Dirk, wir haben jetzt einige Eindrücke gesammelt von diesem 1. Mai in dem Jahr vor der Landtagswahl in Niedersachsen. Ja, und wir haben etwas total vergessen, nämlich ein Schlusswort zu sprechen. Deswegen müssen wir das jetzt hier über die Bilder machen. Ja, wir verabschieden uns vom Klagesmarkt vom 1. Mai 2012. Mit noch ein paar Bildern, die hier gerade durchlaufen. Ja, und das werden wahrscheinlich historische Bilder sein. Wir werden versuchen, das zu verhindern. Aber wenn der Klagesmarkt bebaut wird, dann wird ja sicherlich diese Veranstaltung nicht mehr stattfinden. Ja, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall, jetzt ist erstmal Schluss für heute. Insofern sage ich jetzt einfach mal Tschüss, Rainer. Tschüss, Dirk. Jo. Du musst nicht mich angucken, du musst da in die Kamera gucken. Danke für den Hinweis. Bitteschön, der war kostenlos. Ja, ich gucke aber immer hin und her. Ich gucke dahin und dahin. Okay. Und dann gucke ich wieder dahin und wieder dahin. Siehst du mich, ja?